Da haben wir ihn nochmal in der Mitte gesehen. Martin Schmidt und Sven Hannawald werden dann später folgen. Jetzt erstmal Janne Ahonen. Stark in Forlun vor 2 Tagen auf dem 3. Platz mit Hannawald gemeinsam. Was geht hier? Es geht über die 120 Meter drüber. Auch er mit gutem Speed über 91 km/h. Hatte nach der Verschanzentournee ein Problem mit dem Hüftgelenk, das ihn ein wenig aus der Bahn warf. 123 Meter, ein halber Meter hinter Dufner, aber die besseren Haltungsnoten, die klar besseren Haltungsnoten, bringen den Finnen jetzt in Front. Er bekommt eine 19,0 im Schnitt. Deshalb deutliche Führung, 3,6 Punkte sind das, die er vor Dufner liegt, obwohl er einen halben Meter kürzer geblieben war. So können sich eben Unterschiede bei den Noten am Ende auswirken. Roberto Cecon, einer der ganz Erfahrenen, seit Ende der 80er Jahre bereits dabei. 30 Jahre alt und auch hier in Trondheim schon mal gut dabei gewesen als Dritter, 98. Das war seine beste Platzierung damals. Im Laufe von 4 Jahren. Gianfranco Balla, sein Betreuer, wird jetzt die Geschwindigkeit von 90,3 km/h notieren und die 117,5 Meter. Damit liegt er auf Rang 7. Für ihn geht es jetzt darum, wieder unter die Top 15 im Weltcup zu kommen. Da ist er nämlich knapp rausgerutscht. Die besten 15 im Weltcup, eine angestrebte Platzierung, weil man da die Qualifikation nicht bestreiten muss. Genauer gesagt, man kann die Qualifikation als Training nutzen, denn die besten 15 im Weltcup, die sind auf jeden Fall im Wettkampf dabei. Und Robert Kahn jetzt ist einer von ihnen. Der Slowene, 20 Jahre alt, immer stark auf Großschanzen. Hat sich in den letzten Wochen davon reingearbeitet. Als Dritter in Lahti, in Forlun war er auf Rang 6. 8 Platzierungen unter den besten 15 in diesem Winter. 121 Meter für Robert Kranjec. Kommt nicht an die Haltungsnoten von Ahonen ran. Liegt auf Rang 4. Hinter Lindström. Adam Malisch, das gelbe Trikot klebt an seinem Körper seit Beginn der Saison. Und Sven Hannawald ganz vorsichtig auf den Stufen. Als wollte er jedes Körnchen Kraft sparen. Vielleicht auch ein kleiner Gedanke an die Knieverletzung, die er sich bei der Skiflug-WM beim Jubeln geholt hat. Quetschung im linken Außenmeniskus. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen, auch wenn es heißt, dass diese Verletzung gänzlich auskuriert sein soll. Matja Schuppan schickt seinen nächsten slowenischen Starter ins Rennen. Peter Schonta. Kurz war der Wind zu sehen, etwas stärker geworden, immer noch von hinten ganz oben. Aber Schonta kommt da gut drunter. Einhundert. 18 Meter für den Slowenen. Mittelprächtige Haltungsnoten allerdings nur. Deshalb rutscht er auf Rang 9 hinter Jökulsor und Cecon, die beide kürzer gesprungen waren als er. Bester Slowene, Kran jetzt auf Platz 4. Sechster ist Peterka. Schonta 9. noch vor Michael Uhrmann. 3 Slowenen jetzt vorne unter den besten 10. Damit stellen sie einmal mehr ihre starke Mannschaftsleistung unter Beweis. Andreas Goldberger für die Österreicher. Im Vorjahr hier Zweiter hinter Adam Malisch. Da konnte er zu Saisonende noch mal was zeigen. Der Mann mit den 20 Weltcupsiegen. Guter Sprung für Goldberger hier. Der beste von ihm. Gestern und heute insgesamt bislang 4 Sprünge zu sehen von den Teilnehmern. 121 Meter für Goldberger auf Rang 4. Ganz eng sind sie da beieinander. Dufner, Lindström, Goldberger, Kranjec. Goldberger und Kranjec punktgleich
auf dem vierten Platz. Stefan Horngacher, der Nächste, der für die Österreicher versuchen wird, die Führung in dieser Nationenwertung im Weltcup-Winter zu verteidigen. 98 Punkte Vorsprung haben sie da noch. Und es sieht heute gar nicht so schlecht für sie aus. Auch weil Stefan Horngacher bislang gut zurechtkam auf dieser Schanze. In diesem Sprung etwas weniger.116 Meter. Bleibt also hinter Goldberger zurück. Rang 11. Liegt aber vor Michael Uhrmann. Christoph Dufner weiter auf Platz 2. Der Tiger-Ski. Martin Schmidt prüft nochmal das Fersenband. Das macht er mit ungeheurer Akribie immer wieder vor jedem Sprung. Es muss fest sitzen in diesem Aufsatz da hinten, wo die Ferse, der Absatz des Stiefels drauf sitzt. Dann wird der Ski durch dieses Band fixiert während des Fluges. Man kann es lang oder weniger lang einstellen. Hat damit mehr Feingefühl in den Füßen oder auch weniger. Risto Jussilainen, der hat auch diesen Tiger-Ski und der kommt in die Nähe der grünen Linie, die die Führungsweite markiert. 120 Meter für ihn. Platz 6. Es bleibt dabei, Christoph Dufner und seine 123,5 Meter waren eine Spitzenweite in diesem Durchgang. Es ist immer noch der weiteste Sprung, den wir in diesem ersten Durchgang bisher gesehen haben. Der von Christoph Dufner auf 123,5. Hier nochmal der von Jussilainen auf 120. Aber in Führung liegt Janne Ahonen. 123 Meter. Katsuyoshi Funaki in der Qualifikation, auch im Training, immer so 5-6 Meter hinter der Spitze zurückgeblieben. Aber hier hat er ein bisschen was aufgeholt. Nicht mehr so weit weg von den besten. 121 Meter für Funaki. Und weil der immer ziemlich gute Noten bekommt, ist ihm jetzt der dritte Platz erstmal sicher. Hinter Dufner auch er, aber nur ein Punkt trennt die beiden da. Katsuyoshi Funaki auf Rang 3. Jetzt der Olympiasieger. Die Schanze in Engelberg wird zur Simon-Ammann-Schanze werden demnächst. Eine der vielen großen und kleinen Ehren, die dem 20-Jährigen zuteil geworden sind oder noch zuteil werden. Nach seinen großen Triumphen bei Olympia. Und der geht jetzt in Führung. Simon Ammann. Auch nicht schnell, nur 90,2 km/h, aber prima weggekommen oben und 128 Meter. Und die guten Noten bringen ihn klar in Führung jetzt. 9 Punkte vor Ahonen. Guter Sprung, sehr stabil, auch die Landung war okay. Mit diesem Ausfallschritt. Hier nochmal nachgetragen, wie es denn mit dem Wind bei seinem Flug aussah. Da oben kam er von hinten. Auch im weiteren Verlauf des Hangs leichter Rückenwind. Ein Hauch nur, aber der könnte entscheidend werden, wenn man nichts dagegen unternimmt. Im Flug Stefan Hocke. Nicht der dynamischste Abspringer. Aber er kann sich im Wettkampf, das ist inzwischen sehr häufig schon erwähnt worden, immer wieder steigern. Sein Probe. Sprung nur bei 100,5 Metern gelandet. Auch er mit diesen Rückenwinden hat er da zu tun. Na, vor der roten Linie kommt er runter.
kein guter Versuch für den 18-Jährigen aus Oberhof. 114 Meter, Platz 19. Er, der so glänzend in die Saison gestartet war. In Kuopio die besten Plätze schon ganz vorne, die Top-10-Platzierungen erreichen konnte. Der Sieg dann in Engelberg. Stefan Hocke jetzt also auf Rang 19. Während die Österreicher weitere starke Akteure ins Rennen schicken können. Martin Koch wird der Nächste sein. Das ist nochmal Sven Hannawald. Offenbar jetzt mit dem Rücken zum Tal. In das jetzt Martin Koch hinab segelt. Versucht da oben den Oberkörper vorn zu lassen, so viel Geschwindigkeit mitzunehmen wie möglich. Aber er kommt nicht auf Weite, 106,5 Meter nur. Und sehen Sie mal die Haltungsnoten wegen dieser nun wirklich vergurkten Landung. Die werden ihn zusätzlich ärgern. Er wird das Finale nicht sehen. Martin Koch aus Österreich, er wird aus der Punktwertung herausfallen. Adam Malisch. Das gelbe Trikot. Der Weltcup-Gesamtsieg kann heute perfekt gemacht werden. Martin Schmidt. Zu weit weg, um noch irgendeinen Einfluss darauf zu nehmen, aber er ist gut in Schwung gekommen in den letzten Wochen. In Lahti gewann er seinen ersten Weltcup. Der 100. überhaupt für die deutschen Skispringer. Ah, der sah gar nicht mal so schlecht aus oben. Im unteren Teil dann allerdings entwickelte sich der Sprung nicht mehr richtig. 120,5 Meter. Das ist Rang 8 im Moment, aber schon 16,5 Punkte Rückstand auf Simon Ammann. km/h schnell oben, das ist in Ordnung. Hier hat das zu tun mit schräg rechts wehendem Rückenwind. Auch weiter unten nimmt es noch eher zu, aber ich glaube, das war nicht so sehr das Ausschlaggebende bei diesem Sprung. Da war technisch nicht alles rund, wie es sein sollte. Andreas Wiethölzel, Christoph Dufner weiterhin auf Rang 3. Das sei nochmal erwähnt. Martin Schmidt ist Achter. Die zwei Deutschen unter den besten 10. Andreas Wiethölzel. Schneller als Schmidt oben unterwegs gewesen. Aber auch bei ihm im Schlussdrittel des Flugs irgendwie Ungereimtheiten. 120,5 Meter, die gleiche Weite wie Martin Schmidt. Und auch die gleichen Haltungsnoten. Die beiden liegen punktgleich auf Rang 8. Da verkantet er den linken Ski. Das machen die Springer oft, um mehr Sicherheit, mehr Führung zu haben. Bei den oft doch plattgewalzten und dadurch recht glatten Aufsprunghängen. Ganz schnell weiter zum zweiten Durchgang. Matti Hautamäki, jetzt einer der Favoriten für den Tagessieg. Das hat er hier gestern in den Trainingssprüngen schon gezeigt. Auch im Qualifikationssprung mit 125 Metern, einer besten vorhin, 126,5. Knapp hinter Adam Malisch geblieben. Der sieht gut aus, der sieht sehr gut aus, der ist sehr gut. Hautamäki bestätigt seine Favoritenrolle am heutigen Abend. Zwei Siege in der Saison hat er schon in Forlun und den Zakopane. Jetzt 134,5 Meter die Führung. 6,5 Meter weiter als Amon. Das ist schon eine kleine Welt, die er da hinter sich gelegt hat zur Konkurrenz. Der weiteste in diesem Wettkampf und auch an diesen zwei Tagen hier bislang in Trondheim. Da war 132,5 Meter von Adam Malisch bisher die größte Weite. Schanzenrekord 138,5.
Die Führung für den Finnen. Noch zwei können ihm diese Führung streitig machen. Und da ist zunächst einmal Sven Hannawald. Sieger hier vor 2 Jahren. Damals mit Schanzenrekord 134,5 Meter. Damals sein Schlussspurt in dieser Saison, als er auch noch in Oslo gewinnen konnte. Ja, er springt da rein zwischen die 120 und 130 Meter Linien. Ziemlich genau in die Mitte, 125 Meter vielleicht. Genau so ist es. Das ist Platz 3. Die drittbeste Weite in diesem ersten Durchgang. Aber auch eher weit, weit weg von Hautamäki. Nicole Hofmeier fiebert mit. ...17,1 Punkte hinter Hautamäki ist er schon zurück. Auf Ammann sind es 6,6. Das wäre noch durchaus aufzuholen. Christoph Dufner immer noch mit einem starken 5. Platz. Jetzt aber Adam Malisch. Der erste Versuch am heutigen Abend, den Weltcupsieg perfekt zu machen. Er muss vor Sven Hannawald bleiben. Das ist die einfachste Faustregel, die sich da nennen lässt. Keine sehr günstigen Windbedingungen für ihn. Aber das kann ihm nichts ausmachen. Kommt ganz gut runter. Jawohl. Wackelige Landung auch bei ihm. Aber weiter als Sven Hannawald, oder? 131,5 Meter, deutlich weiter und damit auf Platz 2. 3 Meter hinter Hautamäki. Die Führung schafft er nicht ganz, aber was für ihn vielleicht viel wichtiger ist, ich nehme es jedenfalls an, dass er vor Sven Hannawald liegt und zwar 2 Plätze jetzt. Oh, da hat er Glück, dass er sich nicht auf den Hosenboden setzen muss. Die Olympia-Entscheidung in der Mannschaft herbeiführte, Sie erinnern sich, der letzte Sprung, dieser hauchdünne Vorsprung. Und der Wind geht kreuz und quer jetzt über den Hang. Schwierig, schwierig für Martin Schmidt. Er kommt ganz gut durch und dürfte seine Position vor Jussi Leinen, Happonen, Jökelzeu und so weiter behauptet haben. 123,5 Meter. Platz 1 im Moment für den Schwarzwälder und technisch ein Schritt nach vorne im Vergleich zu der vorherigen Leistung, Nicole Hofmeier, unser Barometer für den Teamgeist und die Begeisterung in der deutschen Mannschaft nach diesem Versuch. Auch zum Ende hin jetzt im letzten Teil ein wenig mehr Pep drin. Gute Landung sowieso, 123,5 macht die Schmidt, liegt vorne. Ein Österreicher wird antworten, Andreas Wiedhölzl. Die Nationenwertung, wie gesagt, 98 Punkte vor diesem Wettbewerb. Lagen die Österreicher vor den Deutschen. Alle Punkte kommen in die Wertung. Die Platzierung zählt. Wiedhölzl hat es nicht leichter jetzt als Martin Schmidt mit seinem Wind. Am Ende ein wenig ruckartiger, würde ich sagen, zum Ende gekommen. Ein wenig unversehens. 121 für Andreas Wiedhölzl, fällt hinter Schmidt, jetzt zurück. Also die beiden haben ihre Positionen nach dem ersten Durchgang fürs Erste vertauscht. Ein kleiner Erfolg doch für Martin Schmidt. Ja, Martin Schmidt, wir sehen hier gerade auf dem Ergebnismonitor, Andreas Wiedhölzl ist schon mal hinter Ihnen. Jetzt geht es noch darum, den Goldberger vielleicht noch zu packen. Also Stichwort heißt Nationenwertung heute, ne? Ja, doch. Also ich hätte gern ein bisschen mehr dazu beitragen, aber es lief hier ähnlich wie in den letzten Jahren eben nicht besonders. Also Trondheim ist nicht Ihre Lieblingsschanze, kann man das vielleicht so deuten? Na, irgendwie funktioniert mein Sprungstil nicht. Also egal, ob ich in einer Superform oder in einer weniger guten Form herkommen bin, letzte oder jetzt das dritte Jahr in Folge, wo hier nichts geht, ist ein bisschen so. Es kommt wahrscheinlich meinem Sprungstil nicht so richtig entgegen, weil der sehr auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist. Und bin ich hier oft ein bisschen zu schnell, nehme mir die nötige Höhe weg. Jetzt habe ich versucht, ein bisschen
ein bisschen, sagen wir, verhaltener zu springen. Das war dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser, aber da ist eben der Sprung läuft nicht so flüssig durch, der ist nicht frei und deswegen kann nichts gehen. Aber wir hatten das Gefühl, dass trotz etwas widriger Bedingungen 123,5 Meter ganz ordentlich waren. Ja, aber es bringt mich nicht entscheidend nach vorne. Also zufrieden bin ich mit dem Wettkampf sicher nicht, aber ich bin sicher, dass ich in Oslo jetzt am Wochenende wieder richtig dabei bin. Darauf freuen wir uns. Danke, Martin. Okay. Aber er macht ein paar Plätze gut, ist jetzt nach seinem 11. Platz im ersten Durchgang schon unter die besten 10 vorgesprungen. Denn auch Robert Kran jetzt vorhin mit 119,5 Metern ist nicht vor Martin Schmidt geblieben. Was ist jetzt mit Andreas Goldberger? Der Letzte, der Österreicher. Also mit der Nationenwertung, da müssen wir gleich mal sehen. Das könnte heute tatsächlich klappen. Oder sie könnten der Sache ein wesentliches Stück näher kommen. Zumal Andreas Goldberger auch vor der grünen Linie zur Landung ansetzen muss, die jetzt bei 124 Meter für sie zu Hause auf dem Bildschirm gezaubert wurde. Das wäre die Weite gewesen, die Goldberger gebraucht hätte, um in Führung zu gehen. Das ist eh utopisch gewesen. 115,5 Meter sind es geworden. Auch er fällt hinter Schmidt zurück. Und zwar gleich 5 Plätze. Schmidt macht weiter. Boden gut und auch Punkte gut. Während Christoph Duffner versucht, seine gute Ausgangsposition für diesen zweiten Durchgang in der Vorbereitung schon mal so zu gestalten, dass vielleicht mit einem Podestplatz was werden kann. Wer weiß. Ist arg weit weg. Aber wie gesehen, kommen längst nicht alle mit dieser Anlage gut zurecht. Veli Matti Lindström ist es im Training viel besser gelungen als den meisten anderen. Auch im ersten Durchgang 122 Meter, wieder ein guter Sprung von ihm. An ihm lag es beim Teamwettbewerb in Salt Lake City. Er verlor seinen Vergleich gegen Stefan Hocke, 122,5 Meter. Aber auch er bleibt hinter Martin Schmidt zurück. Donnerwetter, der Sprung von Martin Schmidt hatte es in sich. Lindström 1,1 Punkte hinter Schmidt, der weiterführt. Und jetzt kommen nur noch 7 in Frage, um hier die Platzierungen durcheinander zu bringen. Katsuyoshi Funaki, Olympiasieger in Nagano, Tourneesieger, Skiflugweltmeister ist er geworden. Alle großen Erfolge hat er gesammelt. Hier sehen wir rechts Masahiko Harada, Weltmeister hier in Trondheim, der ausgeschieden ist bereits aus diesem Wettbewerb. 121 Meter waren es vorhin für Funaki. Lag knapp zusammen mit Lindström da in den Rängen 7 und 8. Meter nur, er fällt zurück. Der Japaner, es bleibt dabei, Martin Schmidt ist immer noch vorne. Die 123,5 Meter sind die bislang beste Weite in diesem zweiten Durchgang. Die beste Weite überhaupt auf der Schanze hat Adam Malisch, 138,5 Meter aus dem Vorjahr, seinen Schanzenrekord, der auch heute, so wie es aussieht, Bestand haben wird. Christoph Duffner, jetzt seine Chance, vor Schmidt zu bleiben, sich vielleicht sogar noch nach vorne zu schieben. Vom 6. Platz nach dem ersten Durchgang rauf aufs Treppchen. Da muss er einen sehr guten Sprung jetzt hinlegen. Ah, der linke Schieß, wieder ein wenig weggekippt. Schade. Das, was ihm in den letzten Jahren immer mal wieder passiert ist, was aber in diesem Winter nicht so häufig zu sehen war. 115,5 Meter. Schade. Kein gleich guter zweiter Versuch für den Schwarzwälder. Fällt zurück. Rang 7 im Moment. Martin Schmidt bleibt weiter auf Platz 1. Dieser zweite Sprung. Hier hat es Michael Ohmann eben gesagt, man kann es noch zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Was sowas wert ist. Bei Schmidt war es eine ganze Menge wert. Er führt immer noch vor Lindström und Wiethölzl. Jan Ahonen, der nächste Versuch, an Schmidt vorbeizukommen.
hat es ein bisschen einfacher. Er kann 3-4 Meter weniger schaffen als die Konkurrenten. 121 Meter für ihn, das müsste sein. Ja, kommt auf die grüne Linie und bekommt auch gewöhnlich gute Noten, gut genug, um mit Martin Schmidt Schritt halten zu können. Jetzt aber 18,5. Doch, es reicht. 120 Meter, es reicht. Ahonen bleibt vor Schmidt. 1,2 Punkte. Kein großer Vorsprung, aber egal. Ahonen 1, Schmidt auf Platz 2. Und der nächste wird dann Sven Hannawald sein. Seinerseits 3,6 Punkte vor Ahonen gelegen nach dem ersten Durchgang. Das sind genau 2 Meter. Enge Entscheidung jetzt um diese Platzierungen. Wenn es darum geht, wer noch mit auf dem Treppchen Platz nehmen darf. Gleich bei der Siegerehrung. Ab geht's. Wind unverändert. Von links, von rechts. Meist von hinten. Sieht gut aus. Der sieht gut aus. Sehr gut. Sven Hannawald. Ein glänzender zweiter Sprung bei diesen Bedingungen. Hatte einiges reingelegt. Hoch abgesprungen. 127,5 Meter. Sehr gute Noten. Verdientermaßen, muss man sagen. Fast makellos dieser Versuch mit der Telemark-Landung. Da kann auch Adam Manisch erstmal nur staunen. 127,5. Größte Weite in diesem zweiten Durchgang. Die Führung für Sven Hannawald vor Ahonen und Schmidt. Das ist jetzt die Ausgangsposition vor den letzten. Nochmal die Reaktion im deutschen Team da unten. Simon Ammann. Nach dem ersten Durchgang auf Platz 3. Sein Vorsprung vor Hannawald recht groß. 4 Meter rund gerechnet. 127 Meter für ihn jetzt. Und er geht an Hannawald jetzt vorbei. Die grüne Linie nimmt er ins Auge. Nein, landet zu früh. Zu früh, um den Vorsprung vor Hannawald verteidigen zu können. 18er Noten nur dieses Mal. Ja, einiges verloren. 16 Punkte Rückstand auf Hannawald. Sind es am Ende? Die Sprünge von Schmidt und Hannawald in diesem zweiten Durchgang von bemerkenswerter Qualität. Ja, ja, und jetzt die polnischen Fans für Adam Manisch. Der allerdings hatte wirklich dann schon rund 10 Punkte vor Sven Hannawald. Und das sind so 5,5-6 Meter. Ich kann mir nicht vorstellen, in der Form, in der er jetzt ist, dass er die verliert. 125 Meter. Das ist jetzt für Sie eingeblendet, die grüne Linie. Jawohl, er geht drüber. Schwierigkeiten wieder bei der Landung, wie schon vorhin. Aber er fällt nicht hin, er stürzt nicht. Er wird die Abzüge bekommen, wie das nun mal so üblich ist. Aber 129 Meter. 129 Meter, größte Weite in diesem zweiten Durchgang. Hier nochmal dieser Wackler. Oh, da muss er fast den Schnee greifen, aber er hat es gerade noch vermieden. Deshalb die Bewertung hier korrekt. Erster Platz für Adam Manisch und damit ist das hier der Weltcupsieg in diesem Winter 2001-2002. Er hat das Ding perfekt gemacht. Apollonio Steiner, die Feiern können beginnen. Im letzten Jahr war es in Oslo der Fall. Da wurde er von den Fans erdrückt und überrannt. Jetzt hier in Trondheim, da hat er ein bisschen weniger zu kämpfen in dieser Richtung. Es sind nicht ganz so viele mit hier in den noch viel höheren Norden gekommen. Also Adam Manisch ist durch. Noch einen haben wir für den Tagessieg. Matti Hautamäki, 126 Meter, die für ihn zuschlagende Weite, um den Tagessieg, seinen dritten Weltcupsieg der Saison, einzufangen. Ja, es gelingt ihm. Hautamäki hat unser Experte Jens Weißflug, den ich vorher auf der Rechnung gehabt, als Favoriten hier. Ich glaube schon.
130,5 Meter. Er setzt noch einen drauf bei dieser weiten Konkurrenz in diesem zweiten Durchgang. Bekommt auch die besten Noten. 19,5. Dreimal 130,5 Meter. Das ist der Sieg für Matti Hautamäki. Wie in Forlun, wie in Zakopane, sein dritter Erfolg in diesem Winter verdient. Wieder zwei gleichwertige, herausragende Versuche in diesem Wettkampf, wie sie kein anderer Konkurrent in dieser Form zeigen konnte. Adam Manisch mit seinen beiden Wacklern hat viele Punkte verloren dadurch, aber auch in den Weiten. Matti Hautamäki verdient ganz vorn, hier gibt es die Glückwünsche. Der Cheftrainer Reinhard Hess an Apollonius Steiner, der Sieger des Tages. Und Sven Hannawald als Dritter noch auf dem Podest mit einem glänzenden zweiten Versuch. Bitte, Bela. Spitzensprung, 127,5 Meter, dritter Platz im Gesamtklassement.